Liebe Landwirte, heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf agraheute.tv begrüßen. Diesmal geht es um die aktuelle Entwicklung am Schweinemarkt. Im Februar sind die Schweinepreise in Deutschland deutlich unter Druck geraten, nachdem es im Januar noch nach einer Preiserholung ausgesehen hatte. Von Ende Januar bis Ende Februar fielen die Preise von etwa 1,60 bis 1,50 und liegen damit sehr deutlich unter dem Preisniveau der letzten beiden Jahre. Der Hauptgrund für den Preisrückgang sind die Probleme beim Export der Europäer nach Russland. Nach den Daten der EU-Kommission werden ungefähr 25% aller Drittlandexporte nach Russland verkauft. Deutlich vor China, Hongkong und Japan. Der Anteil Russlands an den deutschen Drittlandsexporten liegt etwa bei 20%. Und der Anteil der Russen an allen deutschen Ausfuhren, also einschließlich der Exporte in andere EU-Länder, liegt etwa bei 5%. Problematisch für den deutschen Markt und für die Stabilität der Preise ist aber auch das große Angebot. In den ersten 7 Wochen des Jahres 2014 wurden etwa ähnlich so viele Schweine geschlachtet wie im Rekordjahr 2013. Im Vergleich zum Jahr 2012 war die Schlachtmenge etwa 6% größer und im Vergleich zum Jahr 2011 war das Angebot etwa 16% größer. Angesichts der aktuellen Marktlage hat sich auch die Preiserwartung für die nächsten Wochen verschlechtert. Am europäischen Terminmarkt lagen die Kontraktpreise für den März zuletzt nur noch bei 1,49 und für den April bei 1,55 und damit deutlich unter den Erwartungen der letzten Wochen. Weitere Informationen zum deutschen Schweinemarkt finden Sie im Marktkompass. Damit möchte ich mich diese Woche bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise, Ihr Olaf Zinke.